Aber ich komme jeden Mai pro Woche 3 Mails. Das wäre doch jetzt eine super Idee, wenn du jetzt doch das. Was meinst du? Und ich denke jedes Mal so, nein. Es ist kein Hochzeitslied. Wenn man es wirklich hört, ist es kein Hochzeitslied. Ich will niemandem jetzt zu nahe treten, aber wir Menschen können die Ewigkeit nicht fassen. Jetzt gibt es ja neue Lieder von dir, Bernhard. 12 neue Songs. Genau, das müssen wir natürlich eben noch ein bisschen Werk machen. Ewige Liebe wird nochmal ein Thema sein in den nächsten Minuten. Nord, Süd, Ost, West, das ist eigentlich auch so quasi wie die Ewigkeit. Was ist für dich jetzt wichtig, um den Titel von dem Album zu wählen? Das Lied Nord, Süd, Ost, West ist für meine Frau. Und darum ist es für mich wichtig. Du bist für mich Nord, Süd, Ost, West. Ja. Nord, Süd, Ost, West. So also heisst es im Titel, muss man jetzt auch sagen. Ja. Die, Titel du bist Nord, Süd, Ost und West. Du gibst das Kommando, steuerst das Boot, du machst alles. Du löschst das Licht am Abend, du sagst, wenn es Tag wird und so weiter. Es ist für alle Mütter, für alle Frauen, Hausfrauen, Ehefrauen. Und sie sind Nord, Süd, Ost, West und der Mittelpunkt vom Leben. Und darum finde ich das sehr passend. Nord, Süd, Ost, West ist das Kreuz und Mitte selber. Also irgendwo. Reden wir nicht mehr lange, hören wir rein, schauen wir an. Mhm. Da ist der Clip. Du gibst Kommando, steuerst das Boot durch jeden Sturm in grösster Not. Du weißt genau, was meistens durchgeht. Du sagst, wer wie was wenn anfängt. Du machst mich an und löschst ins Licht. Ich weiss nicht, was ich ohne dich mir. Und Nacht kommt erst, wenn du sagst, es gibt nichts, wo du nicht weißt. Du bist der Regen, mitten im Sommer. Du bist so frisch wie erster Schnee. Du bist der Morgen und der Abendstern. Du bist Nord, Süd, Ost und West. Du bist der Herbstwind, der Blätter fort. Bevor der Himmel brennt und der Frühling, spür ich nur wegen dir. Du bist der Fahrplan, lachst mich an, hast eine Antwort auf jede Frage. Du gibst mir Luft, hältst mir den Schnuff und jede Tür mach ich für dich auf. Du sagst, wer kommt, du sagst, was geht. Du bist erwacht, du bist parat. Du bist von allen hier die Beste. Ist genau so wie der Rest. Und kann ich einig nicht bei dir sein, dann fühl mich einsam und allein. Du bist mein Universum, meine Welt und mein Geheim. Und wenn ich alles wüsste, hergeben, und das könnte ich bei dir sein, dann ist mir gleich, so gleich. Du bist so viel mehr für mich. Du bist der Regen, zwitschst im Sommer. Du bist so frisch wie erster Schnee. Du bist der Morgen und der Abendstern. Du bist Nord, Süd, Ost und West. Du bist der Herbstwind, der Blätter fortreisst, bevor der Himmel brennt. Nord, Süd, Ost, West von Patti Bernhard, also von seiner Band natürlich, Bernhard muss man auch sagen. Du als Innerschweizer, gell? Genau. Ich muss auch mal sagen, es gibt ja wenig Musik aus der Innerschweiz, aber wenn du Songs schreibst, dann immer auf Berndeutsch. Ja, lustigerweise, Vater, auf dieser CD hat es einen Versprecher drauf und Bernd hat sich da grausam aufgeregt darüber, dass ich Berndeutsch geredet habe. Ja. Und wir haben das so lässig gefunden, wir haben gesungen und auf einmal ist das gekommen und alle so, nein, löst das. Und ich, ja, es ist rausgekommen, es geht. Ich muss mich sehr konzentrieren beim Singen immer auf wirklich Schweizerdeutsch, weil Berndeutsch, das ist einfach... Also es ist deine Sprache, eigentlich, die du gerne schwätzen würdest. Ja, würde ich sehr gerne. Ja, ist auch der beliebteste Dialekt von der Schweiz. Es ist einfach eine schöne Sprache. Nebst dem Bündner Dialekt, muss man auch noch sagen. Also, gell? Ich würde natürlich sehr gerne auch Bündnerdeutsch. Jetzt, wenn ich den zweiten Track vom Album anhöre, der heisst «Wieder da». Und dann kommt immer die Passage vor «Vergessen, was ist geschehen?». Und da kommt mir immer der Göll in den Sinn, oder? Ein Schwan so weiss wie Schnee. Ist immer Gefahr da als Künstler, dass man irgendwelche Sachen kopiert, die schon mal vorhanden waren und das gar nicht merkt? Also wir haben versucht, in jedem Song irgendetwas hineinzutun. «Roter Wein» habe ich auch mal irgendwo rausgehört. Ja. Also es ist wirklich in jedem Song, also ich als Schreiber, das hat wahrscheinlich noch nicht einmal die Band gemerkt, dass es so ist, der rote Faden für mich in diesem Album war, auch als Hommage an gewisse Sachen. Manchmal sind es länger, die Passagen. Manchmal ist es eben ein Hinweis auf gewisse Sachen, woher das kommt. Und du schreibst etwas und dann kommt der Satz und du findest, der geht genau da rein. Und ich sage, wieso soll ich jetzt den rausnehmen? In Amerika sagt man auch die ganze Zeit bla 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 bla. Und das wird in X Songs verwendet. Also,
I wanna hold your hand oder irgendwas. Also nehmen wir mal vom Fundus, was ist ja, schon berühmt. Der Mundart, da musst du immer aufpassen, dass du nicht kopierst oder nicht etwas. Ja, wir kennen eben alle Texte, genau. Die waren. Genau. Du musst wirklich frisch finden. Ja. Dein Traumduett wäre mal mit dem Kuno Launer oder mit dem Bühne Huber. Hast du sie angefragt für ein Album da? Ich traue nicht. Du wirst aber. Ist aber für Kisha hat es gelangt, die ist drauf. Ich habe Kisha gefragt, weil ich Kisha im Jahr 2000, wo wir nicht von Bern aufgenommen haben, also das Lied, die CD mit ewiger Liebe drauf, gesehen habe im Papa Joe's, wieso, wo wir im Studio waren. Und sie hat uns nicht gekannt. Und ich habe sie dort angesprochen und bei denen abblitzt. Und habe immer gedacht, es tut mit ihr. Das, die Frau hat so eine gute Stimme. Und wow. Und haben wir den Traum jetzt erfüllt auf dem Album. Ich habe gefunden, wenn ich so ein Album mache, wenn wir wieder wirklich ein Album im Studio, dann werde ich ein Duett mit der Kisha. Und darauf eben noch beim gleichen Song der Gospelchor von Zug. 50 genau, Leute. 50 Leute, die am Abend ins Studio gekommen sind. Und 50 Leute haben mich gesungen. Also, wir hatten eigentlich ursprünglich geplant, nur ein Refrain anzuhängen mit dem Gospelchor. Aber es hat so gut. Wir mussten verlängern. Es ist gerade geschmolzen. Ja, es ist wirklich. Wir haben gesagt, komm, wir machen es nochmal. Also, genau. Sie sind dann am Abend gekommen. Wir haben gesagt, wir müssen es zweimal machen. Ja, wie wollen wir das im Übergang? Ja, machen wir so gut. Mhm. Dann ein Song noch, den ich auch noch gerne ansprechen will, der mich persönlich sehr fasziniert hat, ist der, du redest über das Sterben in diesem Song. Das ist. Gemeint heisst er. Gemeint, ja. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Song auf dieser CD, wenn nicht der wichtigste. Und auch vielleicht auch der Grund, warum ich das ganze Abenteuer-CD nochmal gewagt habe mit der Band. Der Song ist ähnlich, jetzt nicht als der ist ähnlich wie «Ewige Liebe» damals, wie zu mir gekommen, ich musste den schreiben. Und er ist sehr traurig und er ist auch sehr positiv. Aber wie bist du dazu gekommen, zum Schreiben, zum über Sterben zu singen? Also wenn du 40 wirst, hast du erstens einmal so die Gebrechen, die man hat. So auf einmal. Bist du schon so weit in dem Fall? Ja, es kommt, ich werde das Jahr 40. Und dann liegst du manchmal im Bett und hast Herzflatter und denkst, wow, was kommt jetzt da? Und dann kommt noch der. Ich bin dann am Abend vor dem Fernseher gesessen und habe eine Doc-Sendung geschaut über den Feierabend-Karri. Der war im Unterland daheim und ist in die Dominikanische Republik ausgewandert. Und ich bin ja, wir sind ja, Kanton Schweiz ist ja Nachbarkanton und mir hat das Gefühl, wir kennen ihn. Ich habe die Doc geschaut und da haben die Schacher Seppeli gesungen dort, in der Dominikanischen. Total berührende Dokumentation gewesen. Und der stirbt in dieser Dokumentation. Aber er verwacht nochmal, bevor er wirklich stirbt. Und ich kann so quasi all seinen Leuten noch einmal Ciao sagen. Und es hat mich so umgehauen. Ich bin spät, ich konnte nicht schlafen. Ich bin am nächsten Tag aufgestanden bei der Schule. Und wo die Schule fertig ist, war Mittwochnachmittag, wieder Mittwochnachmittag, ewige Liebe ist auch Mittwochnachmittag. Darum die Parallelen. Es war wirklich komisch. Ich laufe über den Schulhausplatz zu meinem Auto hin und die erste Strophe kommt einfach so, es hat sie mir irgendjemand eingeredet. Ich so, habe gemeint, ich müsse sterben und so, bla bla bla. Ich gehe zurück, schreibe es auf und denke, wow, cool. Schön, das kommt, das fließt, das Blut. Sitze am Klavier und spiele. Ich habe gehört, was ich noch nie vorher gespielt habe. Und der Song ist entstanden. Und in einem Guss durchgesungen, ja. Auch wie bei «Ewige Liebe». Das ist schön. Im Studio, in einem Track. Ich hätte den Song gerne zehnmal aufgenommen. Das machst du heute. Du nimmst den Song mehrmals auf und schneidest dann die besten Stellen zusammen. Und dann haben wir den reingetan. So, das Klavier ist gekommen, ich Kopfhörer. Habe singen und fertig. Und es gibt einen Moment drin, wo ich wirklich fast brüle, weil es geht so nah, das Lied. Für mich. Also ich finde es schade, gibt es keinen Clip davon. Man hätte ihn wahnsinnig gerne gespielt, jetzt, wo man blöderweise Album postet. Ja, also, das kann man ja schon gehen. Ja. Ja, abschliessend noch die Frage, eben «Ewige Liebe», das ist ja fast unschlagbar, der Erfolg. Den wirst du wahrscheinlich nie mehr kriegen. Deprimiert das nicht ein bisschen? Überhaupt nicht, nein. Also, man muss sich mal überlegen, dass ein Lied so eine Macht haben kann. Über mich auch. Also, das hat sich ja, das zieht mich immer mit. Und ich, am Anfang mussten wir es an den Leuten präsentieren. Und irgendwann hat sich das losgelöst. Es ist wie ein kleines Kind, wie ein Baby. Bringst es auf die Welt, gebierst es, dann fährt es auf laufen und irgendwann geht es. Und das ist jetzt unterwegs, das Lied. Vielleicht treffe ich das, wenn ich 80 bin, irgendwann auf Englisch oder auf Italienisch an. Und das ist jetzt seine eigene Geschichte. Also, jetzt ist ein neues Baby da. Und das macht einen ganz anderen Weg. Ob das den gleichen Weg macht oder nicht, das ist überhaupt nicht wichtig. Genau wie es nicht wichtig ist, dass ein Kind den gleichen Beruf vom Vater erlernt oder dann genau das macht, was die Eltern sagen, sondern das ist sein eigenes Ding und lebt sein eigenes Leben. In welche Richtung, dass das auch immer geht. Und wir müssen es einfach begleiten. Und wir werden das jetzt präsentieren, wir werden es live spielen, wir werden es den Leuten schmackhaft machen, um zu sagen, lass mal rein, vielleicht gefällt es dir und wenn nicht, ja,
Genau, und das neue Baby ist ab dem 2. Juni im Handel. Juli? Juni. Nord, Süd, Ost, West von Bernhard. Ab dem 2. Juni im Handel. Juli. Juli. Siehst du, haben wir noch verletzt. Bist du schon da? Hey? Ja. Gewaltig. Ein Monat früher sogar, bevor es rauskommt, haben Sie schon reinhören, meine Damen und Herren. Nord, Süd, Ost, West von Bernhard. Ab dem Juli im Handel. Ja. Vielen Dank, bist du da gewesen. Danke, Chris. Und ja, alles Gute für die Zukunft. Merci vielmals. Und Ihnen daheim wünsche ich ewige Liebe. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen miteinander.